Mein Name ist Christine Winkelmann, ich studiere Unternehmensmanagement im vierten Semester. Ich wohne in Berlin und pendle jeden Tag mit der ODEC nach Eberswalde. Ich habe 2010 mein Abitur absolviert. Danach wollte ich eigentlich Restaurierung und Konservierung studieren, also was komplett anderes. Und habe dann doch entschieden, dass es nicht so meins ist. Und daraufhin habe ich die HNE kennengelernt und habe da mich mit ein paar Leuten unterhalten. Ja, habe mich einfach ein bisschen in Berlin und in Eberswalde beworben. Ja, und dann kam der Brief. Auf jeden Fall mag ich diesen Kleinstadt-Flair. Also man fährt hierher und es ist echt irgendwie niedlich. Also zum Beispiel Becker Wiese finde ich auch total toll, da hole ich auch immer meinen Kaffee. Ja, also neben dem studentischen Leben haben wir auch noch andere Aktivitäten. Also zum Beispiel dieses Semester waren wir bei den polnischen Studenten zu Besuch. War super cool. Also wir haben ein Projekt gemacht über Marketing. Das Marketing für eine Kleinstadt in Polen. Mit der Grundmotivation. Erstmal eine fundierte Ausbildung zu haben. Und dann vielleicht sogar selber mal irgendein Projekt irgendwie. Vielleicht einen Laden oder keine Ahnung, sogar ein Café, weil ich ja echt viel in der Gastronomie auch gemacht habe. Jetzt so richtig den Masterplan habe ich noch nicht, aber auf jeden Fall erstmal eine Perspektive und dann mal gucken, wo mich der Weg hinführt.